In den Räumlichkeiten des Kunstvereins Medienturm wurde am vergangenen Dienstag die 112. Ausgabe der Schriftenreihe Politikum vorgestellt. Kulturvisionen für die Steiermark waren diesmal gefragt. Herausgeber dieser Ausgabe, Uniprofessor Richard Kriesche, lud zahlreiche Künstler und Vordenker ein, um ihre Gedanken und Visionen auf Papier festzuhalten. Es ist nicht niemand mehr mittel, sondern es geht darum, Abschied nehmen von der allgemeinen Verteilung, sondern Prioritäten setzen. Das, was ich meinte, die Kulturpolitik ist der Job der Kulturpolitik, jetzt Rahmenbedingungen zu schaffen und auch radikal zu sagen. In Zeiten knapper werdender Budgets muss vielleicht auch das ganze System der Kulturförderung neu überdacht werden. Das ist nicht mehr die Zielvorgabe, mit denen wir weiterarbeiten möchten. Das betrifft alles. Ich rede, kurz gesagt, davon, sind wir in der Lage, etwas zu kreieren, was ein Erzherzog Johann kreiert hat, wenn wir schon steirisch reden, dass zumindest ein paar Jahre Nachhaltigkeit und der 200 Jahre Nachhaltigkeit. Und so etwas stelle ich mir vor, dass die jungen Leute Chancen haben, auch hier in diesem Land sozusagen ein Gedächtnis aufzubauen von der Welt, das wie sie um 2011 ausgesehen hat. Und wir schauen uns die einmal an im Jahr 2090. Was haben wir hinterlassen? Die finanziellen Mittel sind ausgetrocknet. Wir haben nur mehr die Gießkanne übrig mit dem Effekt, dass wir uns mit Tabus retten müssen. Und wir tun einfach so, als ob wir großartig sind, als ob wir die Besten sind, als ob wir wissen, wie es geht, als ob wir in der Weltliga mitspielten, als ob wir das Kunstimperium selbst darstellten. Und ich behaupte, das ist ein Irrtum, das sind Tabus, die kreiert werden, um sozusagen als Placebo in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Über den eigenen Schatten springen, hieß es auch für einige Autoren, denn Kunst und Politik scheint ebenso ein Tabu zu sein. Es ist der Vorhalt. Es handelt sich um eine parteipolitische Einvernahme mit großer Sorge. Immer da, dass die Künstlerinnen und Künstler glauben, sie müssen sich bei einer politischen Partei outen. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ihre Position kennen, dass es als ehrliches Angebot der Diskussion wahrgenommen wird, braucht enorm viel Zeit, Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern, Aufklärungsarbeit, die Zeit nehmen wir uns. Alle müssen sparen, aber in der Grundsatzarbeit darf man nicht nachlassen. Ja? Wir wollen, dass wir den Dialog mit der Kunst und den Künstlern, den kulturell Engagierten, fortsetzen. Denn das sind ja die, die uns eine Zukunft zeichnen und in eine Welt eintauchen, die andere noch nicht erkennen können. Aber das ist der Humus, auf dem der Dialog wächst, die Diskussion, auch die Auseinandersetzung, die fruchtbare Auseinandersetzung. Das ist ganz wichtig, weil es ja da immer auch um die Frage geht, nach welchen Werten leben wir, welche Wertvorstellungen sollen auf ihre Gültigkeit für die Zukunft hinterfragt werden? Wohin wollen wir eigentlich? Und Künstler und in der Kultur Engagierte, ob es der Maler ist, ob es der Literat ist, geben uns da manchen Hinweis, manchen irritierenden Hinweis auch, aber sich damit auseinanderzusetzen, das ist Zukunft. Ja, der kritische Diskurs ist das Fundament jeder vernünftigen Politik. Und ich glaube, es ist verdammt wichtig, dass man mit Interessierten, auch mit kritisch Interessierten einfach diskutiert und versucht, gemeinsam zu politischen Handlungsanweisungen zu kommen. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich der Diskussion stellt, dass man sich der Konfrontation stellt und dass man da nicht wehleidig ist. Ebenfalls präsentiert wurde der Jahresrückblick 2010 des Modell Zukunft Steiermark. Highlight war natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, die Ideologiedebatte mit Jan Fleischhauer, mit Verheugen und mit Schüssel. Nicht nur vom Rahmen, sondern auch vom Inhalt. Aber es gibt zahlreiche Diskussionen, die uns geprägt haben. Wie auch schon in der Vergangenheit sind auch 2011 hitzige Diskussionen über Partei- und Ideologiegrenzen hinaus beim Dienstag garantiert. Aber es ist notwendig, dass wir
diesen Dienstag, diesen Think Tank weiterprägen, denn ich habe geschrieben in meinem Nachwort: Cogitamus ergo sumus, wir denken, daher sind wir. Ich glaube, sollten wir die Diskussion und das Denken aufgeben, haben wir als politische Partei nichts mehr verloren.